Ja, am meisten nervt mich an der Corona-Krise gerade, dass ich 2 Wochen Urlaub geplant hatte und zwar nicht wegfahren wollte, aber so kleine Ausflüge machen. Mein Vater im Sauerland besuchen, Freunde treffen, tanzen gehen, kleine Aktivitäten. Das alles mache ich jetzt nicht und bleib zu Hause. Und dann nervt mich halt, dass ich heute zum Beispiel auf dem Wochenmarkt war und die Inkonsequenz einiger Mitbürger, die immer noch nicht verstanden haben, was 2 Meter Abstand bedeutet. Ich habe dann gerade nur das Nötigste geholt und bin dann wirklich entsetzt wieder auch vom Wochenmarkt weggegangen, weil das ich zu gefährlich sehe. Ja, der Alpha-Kurs fehlt mir ziemlich. Der wäre jetzt neu angefangen und fehlt mir schon, mit Leuten über Glauben zu reden, ihnen von den Glauben zu begeistern. Das Gemeindeleben allgemein fehlt mir und der Austausch halt mit den anderen lieben Menschen, die ich jetzt schon über die Gemeinde kennengelernt habe. Unser Hauskreis hat jetzt Gott sei Dank eine Videokonferenz geschaltet. Das heißt, heute Abend geht es wieder los, im Hauskreis alle wieder zu sehen und auch die Gesten, Sprache alleine oder Schreiben, ja, okay, aber die Gesten und das Lachen und miteinander rumblödeln. Das ist schon toll und da können wir halt einfach auch den Hauskreis und das Thema über Gott wieder zum Thema machen, weil ich finde, gerade jetzt brauchen wir das alle und es fehlt uns allen. Und wir haben gemerkt, wie toll das ist, uns auch so zu treffen. Es ist eine andere Art, man wächst mit seinen Aufgaben. Andererseits bin ich begeistert über den YouTube-Channel, dass ich 1 bis 2 Beiträge am Tag mit mir liebgewonnenen Menschen auch sehen kann und hören kann, was die in der Zeit so machen. Und das hilft mir gerade sehr über diese Zeit hinweg. Ja, mein Glaube hilft mir schon durch die Krise. Und zwar habe ich das an verschiedenen Stellen gemerkt. Ich hatte letztens ein Telefonat mit jemandem, die Person stand nicht im Glauben, hat überhaupt keinen Zugang zum Glauben und war ganz panisch. Und ich habe da erstmal gemerkt, wie entspannt und ruhig ich eigentlich bin, auch auf die Fragen, die sie mir gestellt hat, warum ich davor keine Angst habe, habe ich ihr nur gesagt, ich habe letztes Jahr eine Lebenskrise hinter mir gebracht, wo ich wirklich auch von Menschen unterstützt worden bin, die Gott mir an die Seite gestellt hat, die mir in schwierigen Situationen immer zur passenden Zeit für mich da waren. Und da habe ich gemerkt, er ist für mich da und das spiegelt sich halt auch in meinem Konfirmationsspruch wieder. Den kennt ihr alle, es ist der Psalm 23, aber da steht drin, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und er ist immer für mich da, er hält mich fest und ich habe das, wie gesagt, an mehreren Stellen in meinem Leben schon erlebt und er hat mich geführt, er hat mich gehalten und er hat mich erst dann wieder losgelassen, als ich wieder selber laufen konnte. Und ich denke, auch in dieser Krise wird er oder ist er bei mir und wird mich halten, wird mir Menschen geben, die mir helfen, auch dadurch zu kommen. Und das wünsche ich für euch alle auch. Wie feiere ich Ostern dieses Jahr? Ja, wenn ich an Ostern letztes Jahr denke, da war der Ostergarten in der Martin-Luther-Haus aufgebaut. Es war total schön. Deswegen freut es mich immer noch, wenn ich daran denke. Dieses Jahr Ostern werde ich mir den Gottesdienst auf YouTube anschauen und werde nachher die Zeit nutzen, und in die offene Kirche dann auch zu gehen, um die Ruhe für mich zu finden und nochmal Ostern nachwirken zu lassen. Ja, Frühstück nicht im Martin-Luther-Haus, sondern hier mit meinem Sohn, Branschen wahrscheinlich. Und vielleicht treffe ich mich dann noch bei so tollem Wetter, wie jetzt im Moment ist, auch zu einem kleinen Spaziergang, natürlich mit 2 Meter Abstand, mit einer Freundin. Das wäre so der Plan für Ostern. Wir werden sehen, wie ich das umsetzen werde. Kann ich der Krise was Positives abgewinnen? Ja, das ist schon so. Mein Leben ist sonst mit sehr viel Terminen und sehr schnelllebig und ich packe mir auch gerne viel drauf. Das kann ich jetzt gerade nicht und ich werde entschleunigt und meine Lebenskrise vom letzten Jahr ist so
so, dass ich die jetzt verarbeiten kann, dass ich Stück für Stück immer ein bisschen weiterkomme und dadurch auch heil werde. Ich finde es auch positiv, mal andere Arten von Gespräche zu haben, auch mal wieder ein Telefon in die Hand zu nehmen, einen Hörer und nicht alles über WhatsApp und mit kurzen, schnellen Nachrichten, sondern einfach auch mal Gespräche wieder am Telefon zu führen. Das gewinne ich der Krise ab und ja. Ja, ich grüße euch alle natürlich in die Gemeinde und ich freue mich darauf, euch alle dann wiederzusehen und mit euch lachen zu können, Spaß zu haben. Das Kneipenquiz, was wir geplant hatten, musste verlegt werden. Aber im Herbst ist der neue Termin und da werden wir viel Spaß haben. Ich wünsche euch alle eine frohe Osterzeit und genießt die Zeit in Ruhe, vielleicht anders mit einer Art Familie und wir sehen uns alle in der Gemeinde.